hinter mir, sticht mir den Rücken. Der kommt mir bekannt vor. Könnt ihr euch noch daran erinnern an Darkwood, was wir zu Halloween gespielt haben? Da war auch so ein Wolfstyp. Das ist hier die Ephirella Spears. Ist das bei euch jetzt alles richtig scharf? Eigentlich schon, oder? My apprentice. Shall we commence the lesson? Ach stimmt, bei der konnten wir ja nur irgendwelche Zaubereien erlernen. Ich finde es halt auch witzig, dass ich mir diese Heilung gekauft habe und das letzten Endes dann gar nicht benutzen kann irgendwie im Kampf. Jedenfalls hat das irgendwie nicht geklappt. Okay, ich muss erstmal wieder mit der Steuerung und alles reinkommen. Ich weiß, dass oben auf jeden Fall noch diese komischen Tiere waren, diese komischen Pflanzen oder keine Ahnung. Ich sehe kein Schaf. Auf jeden Fall muss ich erstmal wieder reinkommen. Hier ist ja was los. Hier wird man ja gleich angegriffen. Ich weiß absolut nichts mehr. Was ist hier passiert? Elfcom! Danke für den Resub! Schon im dritten Monat! Vielen, vielen Dank dir! Und Grundgedanke auch nochmal für deinen Resub. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr den Stream supportet. Ist natürlich sehr, sehr sinnvoll und sehr wichtig für mich. Aber ich merke tatsächlich, wenn man ein Weilchen nicht mehr gespielt hat, dann kommt man extremst raus aus dem Game. Also, das ist nicht gut, dass wir am Wochenende so viele unterschiedliche Spiele gedattelt haben. Oh! Hallo, Katzen! Was ist hier los mit euch? Ihr seid kleine Nervikusse. Ach, doch nicht dafür. Doch, vielen, vielen lieben Dank. Aber, Grutke, die wichtigste Frage der Fragen. Wann wird man bei dir wieder einen Stream sehen? Ich hoffe doch bald. Ist mein Morgenprogramm, Leute. Habt ihr eigentlich auch so Streams, wo ihr morgens immer mit wach werdet? Ah, da waren Wölfe. Kann mich wieder erinnern? Wir holen mal auch unsere einsamen Wölfe. Jo, okay, die haben keinen Bock zu kämpfen, würde ich doch mal sagen. Die denken sich so, what the fuck, kämpf doch alleine, du blöde Bitch. Na cool, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist bestimmt, weil das jetzt hier eine neue Region war, ne? Aber das sind schon relativ viele Wölfe. Die schaffe ich, glaube ich, nicht alleine. Weil da oben ist auch ein Weißer, der ist bestimmt ein bisschen stärker. Ich sag mal so, be prepared. Oh, der Grutke plant was ganz Großes, glaube ich. Ein riesengroßes Comeback. Wie die Spice Girls. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Falls ihr übrigens den Halloween-Stream verpasst habt, den 60-Stunden Halloween-Stream, da werde ich auf YouTube wahrscheinlich einen kleinen Zusammenschnitt hochladen. Ich kann euch aber noch nicht sagen, wann tatsächlich. Weil ich muss halt 60 Stunden Videomaterial durchgucken. Und das dauert ein bisschen. Also gebt mir da auf jeden Fall minimal Zeit. Da würde ich mich natürlich drüber freuen, wenn ihr das verstehen könntet, dass ich das nicht sofort hochladen kann. Aber einige Spiele, die ich jetzt gespielt habe, die möchte ich auch gerne veröffentlichen und hochladen. Wie zum Beispiel Darkwood. Das hat mir nämlich echt super gut gefallen. Und da bin ich halt am Überlegen, das wirklich halt hochzuladen. Scheiße, soll ich gegen die Wölfe kämpfen? Eigentlich hätte ich schon Bock, gegen die zu kämpfen. Aber ich weiß nicht, ob ich das ohne die
ohne die Wölfe hinkriege, weil es doch sehr viele sind. Aber wollen wir hier unten gegen die kämpfen? Da hätte ich irgendwie auch Bock. Aber da ist halt so ein Pferdemann. Das ist halt ein Dorf, ne? Morgen ist da sonst D-Abo. Oh, wehe. Oh, der flieht. Den lassen wir mal. Alles gut, Digga. Ich tu dir nichts. Oh, meine Nase läuft. Oh, es tut mir so leid, falls ich hier heute ab und zu mal rumschnoddere. Das ist wirklich dem zu Schulde, dass ich ein bisschen krank bin. Kann ich hier hochklettern? Nee. Leider nicht. Hab's endlich mal geschafft, auch mein Gewerbe umzumelden. Also auch rechtlich, steuerlich, jetzt ready to go. Sehr, sehr gut. Ich glaube tatsächlich, wenn man nicht noch im Studium ist und dann halt nebenberuflich das Stream anfängt, ist das schon nicht so einfach, oder? Weil von der Steuer her musst du, glaube ich, schon echt viel beachten. Und auch da sehe ich das so ein bisschen schwierig, weil du bist ja dann nicht mehr bei dieser Freiheitsgrenze, die man ja eigentlich steuerlich hat. Weil du musst ja dann deine Einnahmen, die du durch Stream verdienst, halt auch mit dazu rechnen. Und dann ist es natürlich ein bisschen nervig, wenn man da mehr Steuern vielleicht abdrücken muss, obwohl man gar nicht so viel mehr gewinnt durch den Stream. Oder das halt eigentlich nur hobbymäßig macht. Boah, du Fotze. Ja, wieso geht denn das genau auf mich zu? Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist aber ganz schön unfair. Das ist aber ganz schön unfair, muss ich gestehen. Das finde ich ja ganz schön gemeiniko. Kommt der jetzt oder nicht? Mit Panzertape an die Wand kleben, solange man streamt. Ich melde mich heute Nachmittag, wenn ich aus dem Büro wieder zu Hause bin, wollte ich nur mein Abo da lassen. Auch Elf, komm, danke schön, das ist lieb von dir. Und wie findest du das Spiel bisher? Wie viele Stunden hast du jetzt auf dem Tacho? Ich glaube, ich habe noch nicht so viel gespielt, aber ich habe jetzt festgestellt, warum das immer hier hin und her schaltet bei mir und warum... Oh, ich habe was vergessen. Ich habe, dadurch, dass ich ja Shooter spiele, die Angewohnheit, dass ich mich natürlich auch hier umher gucke mit dem Stick. Wenn ich aber jemanden anvisiere, dann ist es ja so, dass immer mein Blick zentral auf den geneigt ist, egal in welcher Richtung ich mich bewege. Und das ist tatsächlich so ein bisschen mein Denkfehler, warum ich mich manchmal aufgeregt habe, dass diese Fokussierung nicht richtig funktioniert und das dann einfach rausgeht. Das liegt einfach daran, weil ich dumm bin. Aber sonst finde ich, es ist ein schönes Spiel, muss ich sagen. Und Hallöchen Zombielob, guten Morgen. Ich hoffe, dir geht's gut soweit. Ihr habt übrigens in 4 Minuten Werbung, falls ihr keinen Zap habt. Hab tatsächlich fast immer alles wieder in den Stream rein investiert. Daher ist es halb so wild. Ich muss halt sagen, das ist bei mir aber auch so. Ich glaube, wenn man ein relativ kleinerer oder ein Streamer ist, der halt nicht so eine große Community hat, dann ist das, glaube ich, gang und gäbe. Dass man eigentlich die meisten Sachen... Guck mal, da ist auch so ein Mr. Krabs. Dass man eigentlich die meisten Sachen immer rein investiert wieder in den Stream. Ich glaube, da haben die wenigsten Leute irgendwie die Möglichkeit zu sagen, yo, das, ich kann mir da irgendwie 20.000 andere Sachen von kaufen. Wow. Oh, wow.
ich kann ja gar nichts mehr. Oh, ich lebe noch. Ich bin tot. Wow, ich kann ja absolut gar nichts mehr. Okay, warte, wir müssen erstmal wieder ein bisschen warm werden, was das Kämpfen angeht. Ich sag ja, ich bin übelst raus. Ich bin voll raus. Wenn du das echt nicht weiterspielst, dann dauert das eine gute Weile. Wo war denn nochmal Rennen? Lange B drücken, ne? Muss ich jetzt außen wieder rumlaufen, um da zu den Dingern zu kommen? Holy Jesus fucking Christ. Was macht denn der da? What the fuck? Hallöchen! Hinamori! Juhu! Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ob seine Krabbe stark ist? Bestimmt. Ich bin noch bei minus 200 Euro. Echt, real? Also ich muss sagen, ich habe ja jetzt schon die 3 Jahre über gestreamt. Und ich habe ja auch viele Sachen durch euch finanzieren können, wie zum Beispiel den PC oder sowas. Also einige Sachen habe ich mir ja tatsächlich gar nicht selber gekauft. Wofür ich sehr, sehr dankbar bin, muss ich sagen. Und ich weiß auch, dass das nicht jedem Streamer vergönnt ist oder dass es für jeden Streamer möglich ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Unmengen von Geld gemacht habe durch den Stream. Was aber auch, um ehrlich zu sein, nicht meine Priorität ist. Sondern eher der Fakt, dass man einfach Spaß hat und halt Leute kennenlernt. Also mir ist das halt viel, viel lieber, irgendwie eine Community aufzubauen und einfach ein Wachstum zu haben auf Twitch, neue Leute kennenzulernen und gar nicht unbedingt halt dieser finanzielle Aspekt. Ich meine, man könnte theoretisch das sonst auch so einfach machen, dass man sagt, gut, man guckt halt gar nicht wegen finanzielle Sachen. Aber das Problem ist, man will sich ja, was den Stream angeht, möchte man sich ja immer so ein bisschen verbessern und perfektionieren. Und dazu gehört es halt auch, dass man dann natürlich ja auch sein Setup ein bisschen umändert. Ach, guck mal, da ist eine Gnade, glaube ich. Ich glaube, hätte man einfach nicht diesen Aspekt, dass man halt immer besser werden will und alles schicker haben möchte, dann wäre das, glaube ich, auch ein bisschen anders tatsächlich. Also, es gibt ja auch noch genug Leute, die halt nach Jahren auf einem Gaming-PC, auf so einem Gaming-Laptop oder sowas spielen, und das ist auch möglich. Man muss da halt wahrscheinlich einfach so seine kleine Perfektion ein bisschen zurückstellen und halt auch damit klarkommen, dass man sich vielleicht nicht immer alles gleich kaufen kann. Hallöchen, Damien! Kommt schon vor, du bist ja auch schnell wieder drin. Ja, das glaube ich auch. Dass man braucht halt einfach ein Weilchen, bis man jetzt wieder weiß, was man wo drücken muss, damit man hier oder da richtig kämpfen kann. Geh mal da einmal zu diesem Campfire, aber ich glaube, da ist niemand, oder? Smells like trap? Guck mal, die haben da ein Training. Wie geil ist das denn? Was ist hier denn passiert? Da laufen auch überall kleine Krabben rum. Ich glaube, das ist ein bisschen stark, oder? Vorhin greifen mich dann auch die kleinen Krabben an. Cool, Pokémon-Werbung! Ich bin immer noch positiv, ich könnte kotzen. Oh nein, Damien, wie lange hast du es denn jetzt schon? Mach doch eine zweite Szene von deinem Spielfenster und schneide das so zurecht, dass man nur die Seelen sehen kann. So hätte Henno das auch gemacht. Das ist mir doch egal, wie Henno das gemacht hat.
Und was für Seelen? Was für Seelen soll ich wo einblenden lassen? Verstehe ich nicht. Meinst du die Runen oder was? Ach so, weil ich da jetzt unten vorsitze. Ich habe 1800 Runen, also das ist eh irrelevant. Und Lafo, danke für den Raid! Vielen, vielen Dank, was habt ihr gemacht? Oh! Oha! Okay, die ist stark. Nee, die ist doch nicht stark. Aber ich habe schon wieder falsch rumgeguckt. Habt ihr gesehen, dass ich das schon wieder gemacht habe? Und blocken kenne ich auch nicht. Ah ja, guck, man kann ja auch noch... Stimmt, man konnte sich ja noch rollen. True, I can remember. Ja, ich muss erstmal ein bisschen wieder warm werden. Ich muss erstmal ein bisschen wieder warm werden. Bisschen wieder warm werden muss ich. Minimal. Holy shit. Es war ja auch nur eine Idee, alles gut. Aber, ja, du meintest das vielleicht lustig mit Henno und so, aber ich mag das tatsächlich immer nicht, wenn Leute schreiben, ja, mach das mal so, weil der Streamer XYZ hat das auch. Weil ich habe keinen Bock, irgendwie ein Abklatsch zu sein von irgendeinem anderen Streamer, sondern ich möchte ja mein eigenes Ding machen und, und natürlich alleine irgendwie auch einfach einen Wiedererkennungswert entwickeln und nicht halt... What the fuck? Da ist ein großer Oschi! Da ist ein großer Oschi! Ich glaube, das ist ein großer Oschi! Schön gemein. Also ich wollte da einfach mal diesen Mistkäfer looten, ja? Und dann kommen die da einfach aus dem Dings geschossen. So eine Schweine. Das ist aber nicht so nett. Oh, guck mal, hätte ich jetzt Pfeil und Bogen, da hätte ich die wieder so richtig zermürben können, die Schweine. Guck mal, die tanzen gleichzeitig Tango. Oh, die Feige. Mist. Easy clap, bro. Oh, ich will immer mit links oben rennen. Ich weiß nicht, warum ich das immer mache. Haben die da immer aus dem Wasser geschissen? Wahrscheinlich schon, oder? Ein bisschen Angst, muss ich sagen. Angst, Potter! Oh, da habe ich heute bei TikTok tatsächlich ein Video gesehen, wo es darum ging, dass irgendwie Schauspieler früher, als sie Kinder waren, sexier waren als das, was sie jetzt sind. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, warum? Warum findet man Kinder sexy? Das war irgendwie ganz skurril, muss ich ehrlich gestehen. Vor allen Dingen der Schauspieler von Draco Malfoy, der sieht halt einfach älter jetzt aus, weil er halt einfach jetzt 30 oder 35 ist oder sonst was.
Das ist halt ganz natürlich, dass der halt Falten hat und so. Das ist schon ein bisschen eine Shame, muss ich sagen. Ja, wirklich. Also bei manchen TikToks, da fragt man sich echt, what the fuck, warum? Also so ohne Sinn und Zweck. Ich meine, dass man jetzt... Was ist denn das da hinten für ein komisches Ding? Dass man jetzt einen Draco Malfoy damals vielleicht sexy fand als Kind. Ja, okay. Aber denn einen TikTok zu machen, dass Draco Malfoy heute halt nicht so sexy aussieht wie damals? Der sah damals aus in dem Film wie so ein Geleckter. Weiß ich nicht. So ein ekliger, arroganter Schnösel. Kann ich eigentlich noch? Warte mal. So ein paar Attacken kenne ich doch noch, aber ich muss mich erstmal wieder reinfinden. Ist da vorne eigentlich irgendwie eine Tür oder sowas? Das sieht so aus, als ob das eine Tür wäre, Leute. Übrigens muss ich ehrlich noch sagen, dieses eine Rätsel, was wir hier gemacht haben mit dem Typen, dass da auf einmal irgendwer zu uns spricht und das dann so ein verwandelter Baum war, das fand ich übelst cool, muss ich sagen. Das hat mir richtig krass doll gefallen. Das ist so richtig magisch. Und Leute, was ich übrigens auch gehört habe, wegen jetzt Magie und sowas, es soll ja jetzt der Witcher-Teil irgendwie wieder überarbeitet werden. Ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht Witcher spiele. Ich habe nämlich noch nie einen The Witcher-Teil gespielt. Und ich könnte mir das eigentlich gut vorstellen, dass wir das vielleicht auch mal dabbeln. Aber ich weiß nicht, hättet ihr da Bock drauf? So ein Witcher-Teil zu sehen? Ach, Kingcom hat Trivial Pursuits eingelöst. Ah, dafür brauche ich noch irgendwie einen Sound oder sowas. Trivial Pursuit. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-bam. Der erste Witcher. Ist es der erste Witcher, der da rauskommen soll? Vielleicht musst du katholischer Priester sein, um ihn zu... Lafo! Ferkelage hier schon wieder. Leute, macht euch rar. Passt auf, wir machen Trivial Pursuits. Es ist blau. In welchem Schuljahr wird Harry Captain seines Quidditch-Teams? Kann ich nicht sagen, im vierten Film. Ist es der vierte Film? Sag mal, irgendwie habe ich das Gefühl, meine Kamera ist heute nicht scharf, oder? Die sieht so milchig aus, aber ich glaube, das liegt einfach daran, weil es natürliches Licht heute mal ist. In welchem Schuljahr wird Harry Captain seines Quidditch-Teams? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist der vierte Film. Rosa. Was ist die Spur? Ich glaube, die Spur ist der Fakt, dass Zauberer bis zu einem... Ist es das, dass Zauberer bis zu einem bestimmten Alter keine Magie außerhalb von Hogwarts anwenden dürfen und deshalb halt die Spur besitzt? Oder ist die Spur sozusagen das, was Harry trägt, weshalb Voldemort mit ihm verbunden ist? Ich bin heute so schlecht. Bis zum 17. Lebensjahr. Das ist die Spur, ne? Es müsste das vierte Jahr sein. Also das vierte Buch ist auch das vierte Jahr, oder was? Dann lag ich ja gar nicht so falsch. Lila. Nenne die drei anderen Gefangenen, auf die Harry und Ron im Kerker der Malfoys treffen. Die anderen drei Gefangenen. Das ist... Einmal... Ollivander. Das ist einmal dieser komische Gnom. Von der... Ist der von der Bank? Und wo ist der? Dieser komische olle Gnom, den keiner leiden kann. Und ist da noch irgendwer drin? Ah, nee, der Vater von... Ist der Vater von Luna da drin? Nee, Luna ist da drin. Dumbledore, Peter Pan, Voldemort? Ist da... Ist Luna in dem Dings von den Malfoys? Ollivander? Oder der Vater? Ich bin verwirrt. Luna, ja. Aber dieser eine komische Gnom ist doch da auch drin, oder nicht? Aber wer denn noch?
Weiß ich nicht, ich gucke nach. Also, in welchem Schuljahr wird Harry Captain seines Quidditch-Teams? Im sechsten Jahr? Ba-ba-ba-ba-bam. Was ist die Spur? Ein Zauber, mit dem das Ministerium für Zauberei kontrolliert, ob Minderjährige Zaubermagie ausüben? Außerhalb der Schule? Das haben wir richtig. Und nenne die drei Gefangenen, auf die Harry und Ron im Kerker der Malfoys treffen. Luna, Mr. Ollivander und Griphook. Sag ich ja, der Gnom. Gnom, Luna und Ollivander. Okay, dann haben wir das eigentlich richtig. Sehr schön. Dankeschön fürs Einlösen. King Kong, vielen lieben Dank. Eines Tages wird bestimmt auch irgendwann eine Frage aufkommen, beziehungsweise die Antwort sein Dumbledore. Eines Tages, King Kong. Eines Tages. Und Neo hat Horoskop des Tages erhalten. Leute, wollen wir heute überhaupt noch Ellenring spielen oder wollt ihr hier die ganze Zeit irgendwelche Sachen einlösen? Neo, welches Sternzeichen bist du? Ich weiß es nicht. Löwe, du bist wirklich Löwe? Bist du wirklich? Och, und Real hat auch noch sportlich, sportlich. Also, pass auf. Löwe, Tageshoroskop. Ihr Verstand und ihre Gefühle lassen sich heute nur schwer auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Vermutlich passt ihnen einiges nicht in den Kram, ohne dass sie den Grund dafür kennen. Sie fühlen sich angespannt. Versuchen sie, sich so zu verhalten, dass sowohl ihre Vernunft als auch ihre Emotionen Gehör finden. Mach was draus. Also so wie immer. Ich hätte gern 10 Liegestütze. Das ist leider nicht damit drin. Es tut mir sehr leid. Damit kann ich leider nicht dienen. Du hast die Auswahlmöglichkeit zwischen Hampelmänner, zwischen Sit-Ups und was haben wir denn noch gehabt? Irgendwas hatten wir doch noch. Hampelmänner, Sit-Ups. Was war denn noch drin? Ist das da eine heiße Quelle? Und ich glaube, Hampelmänner, Sit-Ups und irgendwas noch. Was ist denn das? Ist das irgend so ein heißes Ding oder was? Sieht aus wie so ein Wind. Treibt mich das nach oben? Sitzt da oben jemand oder was wackelt da so rum? 10-mal Krammtanz vielleicht? Stimmt, Kniebeugen. Dann Sit-Ups. Ne, Liegestütze habe ich doch rausgenommen. Das ist mir auf Dauer zu anstrengend gewesen. Liegestütze war mir irgendwie zu schwer. Das weiß auch nicht warum. Okay, dann mache ich gleich. Dann mache ich gleich Sit-Ups. Ich hoffe, ich kriege genug Luft mit meiner Schnollernase heute. Mit der Schnullernase. Hallöchen, Klabauter. Wenn ich das noch nicht gesagt habe. Hallöchen, Puppelchen. Nein, hast du noch nicht. Leute, falls ihr übrigens Kanalpunkte habt, im November könnt ihr wieder 250.000 Kanalpunkte mit der Community zusammen ersammeln. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, packt das gerne in die Challenge mit rein. Würde ich mich sehr drüber freuen. Das von hinten erschlagen klappt eigentlich immer ganz gut, muss ich sagen. Ah, Geisterquellensprünge. Macht zu Pferde in der Nähe einer Geisterquelle einen Sprung und auf dem Strom durch die Luft zu reiten. Wenn ihr zu Pferd in eine Geisterquelle springt, nehmt ihr auch aus großer Höhe keinen Schaden. Hä? Da stand A, soll ich drücken in der Nähe. Ach so, wenn ich auf dem Pferd bin wahrscheinlich. Das war's jetzt schon? Was ist denn das da eigentlich schon wieder für eine komische... Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, ich wurde angegriffen. Holy Jesus, Macaroni. Ruckelt das hier oder so? Klamauter! Dankeschön für dein Abonnement. Dankeschön für den Resub. Merci beaucoup und Zombie Love. Danke für die Community-Punkte. Okay, ich probiere... Sit-Ups, ne? Habt ihr gesagt Sit-Ups? Guck mal, wie rot mein Näschen hier ist. Ich habe sogar schon Zahnpasta drauf gemacht, aber es hat nichts gebracht. Nichts hat es gebracht. Gar nichts.
kein bisschen was. Sit-ups. Sit-di-di-abidi-boo. Ruggidi-ruggidi-boo. Oh. Oh Gott, Leute, ich glaube, ich werde krank. Scheiße, ich will nicht krank werden. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und man kann auch so machen, ne? Fünf. Und sechs. Und sieben. Und acht. Und neun. Und zehn. Oh Gott, oh Gott. Meine Rüssel. Meine Rüssel erblutet. Gesundheit, danke schön, ihr Lieben. Aber wieso Zahnpasta? Ich weiß nicht, ich habe das mal gehört. Also man soll Zahnpasta theoretisch nicht auf offene Wunden machen. Aber wenn man so einen Pickel hat unter der Haut, dann soll man eine Zahnpasta nehmen, deren Zinkanteil relativ hoch ist, damit man dann tatsächlich diesen Pickel so ein bisschen eindämmen kann, dass der halt nicht rauskommt. Und das hat auch eigentlich soweit ganz gut geklappt. Außer der Fakt, dass es bei mir halt trotzdem höllisch weh tut an der Nase, weil es halt genau in diesem scheiß Nasenflügel ist. Es ist so unangenehm. Sternenlichtsplitter haben wir bekommen. Wenn ich jetzt noch Schnupfen kriege, das wäre tatsächlich nicht ganz so cool. Ja.